13.000 Punkte am Freitag noch im DAX und schon am Montag nur 12.600. Heute kommt die große Erholung. Was waren denn die Schlagzeilen dahinter? Wie sind die Energiewerte aufgestellt im aktuellen Umfeld? Was macht eine Lufthansa bei den Streiks? Und wie geht es denn den Edelmetallen Gold, Silber, WTI vielleicht noch als Rohstoff? Das sind die Themen, die wir heute besprechen mit dem Marc Pötter und mit dem Christian Schrelicke. Es ist wieder Zeit für einen Finanztalk. Wir haben den 6. September 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein und ich habe zwei Star-Trader heute zu Gast, die nicht unbedingt die Situation schwarz malen, auch wenn sie schwarze Oberteile anhaben. Wir fangen mal ganz vorne an mit dem Christian Schlegel. Hallo Christian. Servus. Ja, ich muss noch einmal zwei Tage zurückspulen, zwei Handelstage, denn am Freitag hat der DAX die 13.000 zurückerobert, sogar mit einem Plus an dem Handelstag von 3,33%. Was für ein Move nach oben, davon ist am Montag gar nichts mehr übrig geblieben. Ja, das war ziemlich gruselig. Also der Tag war, das ist der Tag hier, wenn man den Chart sieht, sensationell, 3,3% Plus. Ich habe dann auch gesagt, das ist vielleicht ein bisschen viel, weil die Amis in gleicher Zeit waren die, egal ob Nasdaq oder Dow Jones, waren nur bei 1,2%. Dann hat er um 18.04 Uhr oder 5 kam dann die Nachricht, dass Nord Stream 1 nicht mehr beliefert wird. Und dann haben wir sage und schreibe 400 Punkte verloren. Das sieht man hier gar nicht, weil dieser Chart, den ich hier habe, ist der Xetra-Chart an sich. Und wir haben dann gestern am Montag hier angefangen bei 12.764, sind runtergefallen erneut auf 12.600 und haben jetzt hier so einen kleinen Doppelboden, um dann nochmal zu steigen. Und heute gehen wir sogar wieder auf die 12.100. Ich möchte es mal in einer Headline sagen, ich traue dem Markt nicht weiter, als ich ihn werfen kann. Und das ist nicht sehr weit. Wo ich rumfrage, ist, die Stimmung wird schlechter. Angefangen von Strompreisen. Bei mir verdoppelt sich das auch. Und mit diesen Abschlagszahlungen ist das, ja, das sind zwei Wochen schöne Reise, die ich da mehr bezahlen muss. Das ist eine Menge. Hinzu kommen so Sachen wie Edeka verkauft kein Coca-Cola mehr oder Hagle. 100 Jahre alte Firma geht in die Insolvenz. Aber ich habe, das möchte ich gerne zeigen, diesen Artikel hier gestern nochmal gehabt. Ich mache es ein bisschen größer. Der kam gestern über Bloomberg. Da geht es um die Aluminiumindustrie. Norsk Hydro wird wahrscheinlich oder versuchen gerade ein Werk zu schließen in der Slowakei für Aluminium. Und das ist ziemlich bitter. Man kann das hier mal lesen, während ich das hier erzähle. Das ist nicht schön, weil da geht es auch schon wieder an die Autoindustrie. Da geht es an die Yachtindustrie, die in Deutschland auch nicht klein ist, die mittlerweile ja fast gar keine Kunden mehr haben, weil die Russen nicht mehr da sind. Aber das ist keine schöne Geschichte. Ich nach wie vor, ich traue dem Markt nicht sehr hoch. Der kann immer mal 300, 400, 500 Punkte sogar hier bis zur 20-Tage-Linie gehen. Da sind wir bei 13.282 heute. Das kann der immer machen. Aber das Big Picture, es ist so, dass diese Unterstützung bei rund 12.400, 500, die ist sowas von wichtig. Und wenn die nicht hält, und ich mache mir den Chart ein bisschen auf, sind wir hier, da sind wir bei 11.500. Ich sehe momentan keinen Grund, außer dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird, als dass ich jetzt irgendwie nennenswert was kaufen muss. Und dennoch, wir haben den Abschwung wegen Gazprom und der Nord Stream 1 Leitung gesehen. War zum Beispiel eine E.ON am Montag der stärkste Wert im DAX? Ja, E.ON, ich mache jetzt den Chart wieder draußen. Oder ist er noch drin? E.ON ist so ein Wert, der sich seit Jahren so um die 8 rumhält. Ja, man kann eine Dividendenrendite anführen. Ich wage nur zu bezweifeln, dass die eine Dividende zahlen werden und wenn nicht zu hoch. Zwischen 8 und 9,20 sind die immer mal handelbar. Ich persönlich finde sie zu langweilig, aber ich kann das verstehen, wenn einer sagt, bei 8 nehme ich die. Gar kein Problem. Da finde ich sowas wie Lufthansa interessanter. Lufthansa, zweiter Streik der Piloten und der Wert ist heute leicht im Plus. Der ist bei 5,85, geht auch schon auf über der 5,90. Und meine Erfahrung bei Lufthansa ist, manchmal sind sie beim Streik negativ und manchmal sind sie positiv. Aber heute oder jetzt in den letzten Tagen halten die sich recht gut. Und normalerweise, wenn dann dieser Streik vorbei ist, haben die auch kurzfristig wieder Potenzial bis 6,20, 6,30. Da werden auch die Kraniche nicht in den Himmel fliegen. Aber ich glaube, dass wir da eher mal wieder so ein 10% nach oben haben. Ja, ansonsten tue ich mich hier, gebe ich ganz offen zu, sehr, sehr schwer mit einzelnen Werten. Eine Adidas springt rum wie ein Flummi im Kasten. Eine Siemens, mal wird sie geliebt, mal wird sie gehasst. Jetzt kommt Siemens Energy in den DAX rein. Ich halte mich hier sehr, sehr zurück.
Meine Interpretation, warum die Energieversorger durchaus stark waren bisher in dieser Woche, ist, dass man ja diese Zufallsgewinne abschöpfen möchte. Und Zufallsgewinne abschöpfen heißt ja, dass der Stromversorger schon im Vorfeld weiß, ab welcher Schwelle wird der Gewinn abgeschöpft. Wenn er also mehr Gewinn macht, dann wird er das Geld vielleicht investieren, um unter dieser Schwelle zu bleiben. Das ist zumindest meine These, die möchte ich challengen mit dem Marc Pötter. Was hältst du denn davon? Hallo. Das kann gut sein. Da habe ich jetzt keine Meinung. Ich bin kein Experte in dieser Branche. Aber du bist ein Experte, was die Zinsentwicklung angeht. Und die ist ja gerade bei Energiekonzernen, die viel Fremdkapital aufgenommen haben, ein wichtiger Punkt, um weiter am Leben zu bleiben. Und das soll es in dieser Woche schon am Donnerstag von der EZB einen ordentlichen Schritt geben. Ja, das ist absolut richtig. Also das haben sie auch jetzt zugegeben, dass halt die Einschätzung so vor einem Jahr falsch war, dass man dachte, dass die Inflation tatsächlich nur temporär wäre. Ich meine, die Frage ist natürlich immer, was ist temporär? Und natürlich, wenn auch diese Lieferkettenschwierigkeiten mal irgendwann ein Ende haben, dann wird wahrscheinlich auch die Inflation runtergehen. Aber trotzdem, sie ist jetzt deutlich länger da, als man das eigentlich dachte und eigentlich wollte. Und die Amerikaner haben es ja vorgemacht, dass sie sagen, wir wollen jetzt mit eiserner Hand gegen die Inflation vorgehen. Und das wird die EZB, denke ich, auch halt so machen. Also die können sich da keine Blöße geben. Und ich glaube auch, dass natürlich das, wo sie immer so ein Auge drauf haben, dass die südlichen Länder, die natürlich dann auch mehr Zinsen zahlen müssen, da werden sie aber trotzdem sagen, die Inflation oder die Bekämpfung der Inflation ist für uns jetzt aktuell wichtiger. Ja, und das merkt man auch so ein bisschen am Euro-US-Dollar. Da gab es wieder ein neues 20-Jahres-Tief, aber nur ein ganz schüchternes. Vielleicht sind das ja auch schon Gefilde, wo man den Euro wieder kaufen kann, weil ja auch die Zinslandschaft sich verändert, oder? Was denkst du? Ja, das gibt ganz, ganz viele Theorien, wie man quasi Wechselkurse bewerten kann. Ich weiß nur, dass ganz egal, welche man nimmt, und du sprichst ja darauf an, dass man sozusagen die einzelnen Zinsen vergleicht in den Ländern. Die Abhängigkeit von Wechselkursen, die ist so komplex, da würde ich nie auf eine Sache gehen. Tendenziell ist das richtig, wenn alles andere gleich bleibt, dass der Euro steigen sollte. Aktuell sind wir in einem fallenden Messer und da sehe ich nicht, dass man da jetzt einfach an diesem Niveau, nur weil er unter der Parität ist, halt reingreifen sollte. Ja, da spielen viele Faktoren sicherlich eine Rolle, auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Da sind wir schon bei den Rohstoffen, denn da merkt man sofort, wenn die Konjunktur ein bisschen schwächelt. Über Aluminium hatten wir gerade gesprochen mit dem Christian, vielleicht an dich die Frage, Marc, der Ölpreis sieht ja auch nicht so gut aus, um die 85, 86 Dollar beim WTI. Gibt es noch eine Unterstützung außer dem März, aber wenn es da drunter geht, dann könnte er auch wieder rutschen. Ja, obwohl ich bei Öl eher sehe, dass da so die Fördermengen und auch die Fundamentallage eine deutlich höhere Rolle spielt. Also ich würde gerade jetzt bei solchen Rohstoffen gar nicht mal so sehr technisch sehen. Das ist ähnlich aber auch wie bei Aktien. Nur weil da eine technische Unterstützung ist, wenn die Nachrichten schlecht sind, dann reißen halt alle technische Unterstützung. Und da bin ich auch beim Christian. Also ich bin ja grundsätzlich eher optimistisch, einfach weil für mich ist die fundamentale Lage und der Börsenpreis etwas komplett anderes. Und ich denke da immer noch dran, zum Beispiel an 2010, da gab es ganz viele Headlines, ja, wo soll ein Steigen der Kurse herkommen? Es gibt nur schlechte Nachrichten. Aber letzten Endes dadurch, dass wir ja an der Börse quasi tauschen, also dass ein Anleger die Aktie tauscht mit einem anderen, wenn alle Nachrichten eingepreist sind, dann kann es tatsächlich auch sein, dass das Bild düster ist, aber dass genau in dem Moment wir die Aktien halt günstig kriegen können. Und das ist etwas, wo ich zumindest den Zuhörer, den wir hier haben, zumindest sagen will, trau dich etwas, wenn du der Meinung bist, es könnte nach oben gehen oder du kriegst gute Werte. Ich mache es halt immer so, dass ich halt überlege, wie ist es, wenn unerwarteterweise die Kurse raufgehen, habe ich dann ausreichend Aktien, dass ich halt mit dabei bin. Aber auf der anderen Seite halt auch, ne, wir haben es gesehen, es kann ja immer irgendwas fundamental sein, dass halt die Aktienmärkte stark einbrechen können, habe ich aber auch, ich sag mal, ausreichend Cashquote, dass ich weiterhin gut schlafen kann, wenn die Märkte 30 Basispunkte runtergehen oder dergleichen. Ja, und das ist halt etwas, dass wir halt beide Seiten irgendwo spielen können. Wie gesagt, von meiner Tendenz, alle reden darüber, dass wir eine ganz schlechte Lage haben, zeugt für mich immer eher dafür, dass sehr viel eingepreist ist und dass man sich jetzt schon durchaus oder dass ich denke sogar, dass wir in Richtung Jahresende doch besser stehen, als die meisten denken. Aber das ist natürlich auch das Schöne und deswegen spreche ich auch immer gerne mit dem Christian, dass man halt andere Meinungen hat und genau darum geht es ja auch, dass und auch die Leute, die zuhören, auch eine eigene Meinung entwickeln und tatsächlich auch ihre Meinung umsetzen sollten.
Also ich bin nicht der Meinung, nur um das kurz zu sagen, Andreas, ich bin nicht der Meinung, dass wir es auf 8.000 fallen. Das glaube ich nicht. Aber ich kann mir durchaus eine schnelle Bewegung, wenn wir unter die 12.400 gehen, eine schnelle Bewegung runter bis zu 11.500 vorstellen. Was ich den Leuten dann tendenziell sage, ist, wenn ihr statt 100% in Aktien vielleicht nur 5-10% habt, das ist das, was ich immer Schnüffelstücke nenne, dann seid ihr dabei. Es tut nicht so sehr weh, wenn es fällt und man hat immer noch genügend, genau das, was du eben sagst, Cash-Reserve, um was zu kaufen. Aber es wäre völlig falsch, hier überhebelt oder mit großem Hebel auf eine, ich weiß nicht, eine Strecke von vielleicht wieder 1.000 Punkten nach oben, für den Index jetzt gesprochen, da mitzumachen. Das halte ich einfach für zu früh. Das hat mir der Freitag gezeigt, wie fragil die ganze Geschichte ist. Da kann ich aus dem Kopf 5 andere Headlines sagen, die genau die gleiche das Resultat hätten, ja. Aber die sind nicht so schön, deswegen will ich dir nicht sagen. Aber es ist nicht vertrauenswürdig. Deswegen, ich bin auch maximal mit 15% dabei. In der App habe ich eine einzige Position. Ich bin auch nicht bereit, jetzt den Nennenswert nach unten zu spekulieren, im Sinne von Long Puts von Ende. Aber ich halte mich einfach klein, ein bisschen zurück und die müssen sich austoben. Ja, eine Headline fehlt vielleicht noch, dass die Panik zunimmt und alle in Gold gehen, weil beim Gold passiert gar nichts, Christian. Wo sind wir denn da? Ja, beim Gold haben wir momentan zu kämpfen mit dem 21-Jahres-Trend von 2001. Und der liegt, wenn ich es richtig gezogen habe, bei 1684. Da waren wir auch schon wieder dran. Da sind wir jetzt zum dritten Mal dran seit 2 Jahren. Und meine Meinung ist, oder das, was ich mitbekomme von Leuten, die ich auf der Straße treffe oder Freunden, mit denen ich spreche, ja, ich habe mir jetzt hier ein paar Goldbarren gekauft oder ein paar Goldmünzen oder dies und das. Ist doch Rezession, die wird doch kommen, dann muss es doch steigen. Das Gold muss gar nichts. Ja, und ich finde also diese Gold-Geschichten da gegenüber Russland, das ist ein Schenkelklopfer. Ja, der verkauft halt dann woanders. Das ist völlig wurscht. Ich sehe momentan nicht, dass ein gestiegenes Interesse ins Gold reinkommt. Aber ich sehe die Gefahr, wenn wir die 1683 brechen, dass wir auch da relativ schnell mal auf die 1600 runtergehen können. Ich wünsche es niemanden. Ja, ich habe auch so ein paar kleine Goldbarren. Aber mir fehlt momentan einfach der Enthusiasmus im Volk, sagen wir es mal so, oder bei den Anlegern, das Zeug zu kaufen. Ja, das sind also warnende, aber auch mutmachende Worte in Richtung der nächsten Events, in Richtung der nächsten Börsenphase, die wir haben. Der September dürfte schwierig bleiben, das zeigt die Statistik. Wir werden alle Zuschauer und Zuschauerinnen hier weiter informieren und bitte nicht vergessen, die Glocke zu abonnieren. Das ist diese kleine Bimmel. Dann gibt's das nächste Video hier gleich hier direkt aufs Smartphone oder auf den Computer zugesendet. Ganz lieben Dank an euch beide. Und eins habe ich noch, Andreas, eins habe ich noch. Das sollten wir nochmal an dieser Stelle sagen. Am 14. September ist es, glaube ich, korrigiert mich. Da spricht unser Chef, der Jens Labusch, mit dem André Stagge. Das ist so ein Gratis-Webinar. Und da sollten wir unbedingt nochmal darauf hinweisen. Also ich werde den Link auch dementsprechend verteilen, weil das wird mit Sicherheit interessant, weil das sind keine Kurzfristhändler, sondern das sind Leute, die lange Zeit größere Summen bewegt haben oder verwaltet haben, die sehen das nochmal ganz anders. Und das ist mit Sicherheit sehr interessant. Ich weiß nicht, wie viel Uhr das ist. Das können wir aber gerne vielleicht auch hier nochmal reinschreiben, weil das wird eine Geschichte, das anzuhören ist mit Sicherheit ein Muss. Gerne. Hast es mir vorweggenommen? Ich wollte es erst am Freitag reinbringen, aber bring alles gut. Nochmal. Wir haben Langzeitgedächtnis. Danke dir. Bis denne. Ciao. Okay, ciao.